Einen wunderschönen guten Abend von mir. Wir haben nicht nur einen heißen Tag, wir haben auch ein heißes Thema. Sie wissen, dass der Referentenentwurf für das Masernschutzgesetz von unserem Bundesgesundheitsminister gerade in der Bearbeitung ist. Ich habe den auch auf dem Tisch gehabt. Ich werde heute nicht auf das Gesetz eingehen, aber Sie werden das ein oder andere hören, was sich darauf bezieht. Und wenn Sie dazu Fragen haben, kann ich danach Ihnen dazu auch einiges erzählen. Ich habe mich ganz klassisch an einer Gliederung einfach erstmal orientiert, Ihnen zum Thema Masern etwas zu erzählen, über den Erreger, über die Epidemiologie bis hin zu den Krankheitszeichen. Gehe logischerweise auch darauf ein, wie man Diagnostik und Therapie heute sieht und werde dann hineingehen in das Thema, wie geht man mit den Masern um, welche Strategien gibt es, welche Präventionsstrategien und vor allen Dingen zum Thema Impfen. Ich werde das Ganze mit Leipziger Zahlen sehr gut unterlegen und kann Ihnen dort einige Dinge bieten, die Sie vielleicht so noch nicht gesehen haben. Das Masernvirus selber hat eine Eigenheit, es ist nicht sehr umweltstabil, es ist tatsächlich so, dass es entweder wirkt oder vergeht in der Luft oder bei Temperaturen oder bei Sonnenlicht. Das heißt, es ist zwar möglich, dass man über eine aerogene Übertragung das Masernvirus aufnimmt, aber es bleibt nicht irgendwo ewig auf den Flächen. Es ist an sich als Genotyp stabil, aber es gibt unterschiedliche Serotypen. Ich habe Ihnen hier mal eine verwirrende Darstellung mitgebracht, welche Serotypen zwischen 2016 und 2018 in Deutschland so zur Erkrankung geführt haben. Ich habe hier rot eingekesselt. Wir waren also sowohl 2016 als auch 2017 und 2018 mit im Boot. Und interessant ist tatsächlich, wo das herkommt. Sie können es vielleicht jetzt nicht so gut lesen. Da steht unter anderem eben, das eine Virus kam aus Rumänien, das andere vom Balkan. Und wenn Sie unten weiterlesen, das kam aus Thailand. Und die Welt ist ja heute ein Dorf. Und entsprechend ist genau das Thema Masern und Übertragung von Viruserkrankungen auch ein weltweites Thema. Wir haben in Europa, wir haben in Deutschland die komfortable Situation, dass die Masern derzeit kein großes Problem sind. Sie sind ein zunehmendes Problem, aber kein großes Problem. Aber in Entwicklungsländern ist es ein bedeutsames Thema, weil es nach wie vor zu den Erkrankungen zählt mit sehr vielen Komplikationen und Toten. Und das ist genau das, was jetzt scheinbar in Europa eine Wiederkehr feiert. Ich will es mal so makaber formulieren. Wir haben über Jahrzehnte wenig Masernfälle gehabt, unter anderem auch in Sachsen und in Leipzig. Und seit 2014 haben wir hier in Leipzig auch wieder das Thema Masern bedeutsam mit 2015 und 2017 mit den Ausbrüchen sogar mehr, als dass es uns lieb ist. Und in Europa insgesamt ist es ein Thema, wo wieder sehr viele Fälle da sind. Im letzten Jahr, also im Verlauf der letzten 12 Monate, weit über 40.000 Fälle, auch mit vielen Komplikationen. Was sehr interessant ist, ist, dass die Zahl der Erkrankten im Erwachsenenalter deutlich zunimmt. Und das ist etwas, wo immer wieder erzählt wird, Kinderkrankheiten, dass Masern zu den Kinderkrankheiten gehört. Leider ist es nicht so. Masern wird auch für Erwachsene immer bedeutsamer. Und wenn Sie sich Deutschland in den letzten Jahren anschauen, dann sehen Sie immer wiederkehrend große Ausbrüche. Und wir sind in Sachsen seit 2014, 2015 tatsächlich kräftig mit dabei. Und wir haben in Leipzig das Problem, wie alle Gesundheitsämter, wir wissen, dass nicht alle Erkrankungen zur Meldung kommen, sodass wir davon ausgehen können, dass wir zwar gemeldete Masernfälle haben, aber dass es nur vage Vorstellungen davon gibt, was tatsächlich an Masernfällen da ist. Da werde ich nachher beim Thema Diagnostik noch drauf eingehen, weil bei dem Thema Erkrankung mit Hautbild, mit Exanthem, wird nicht immer sofort an Masern gedacht und entsprechend auch nicht immer eine Diagnostik gemacht. Wenn Sie sich dann ganz konkret Sachsen angucken im Vergleich zu Deutschland, das ist jetzt sozusagen der erste Part des Jahres 2019, dann ist für uns was ganz Bedeutsames passiert dieses Jahr. Wir haben das erste Mal mehr Erwachsene, die an Masern erkrankt sind, als Kinder. Und das ist natürlich etwas, was uns sehr zu denken gibt. Wir haben in 2015 schon das Problem gehabt, in 2017 hat sich das wiederholt, dass wir an die wirkliche Zielgruppe, an die jungen Erwachsenen, an die älteren Jugendlichen nicht wirklich rankommen.
kann ich Ihnen erklären, wenn ich heute klassisch versuche, Informationen zu verbreiten, dann macht man das für die klassischen Medien. Ich kann ja nicht jeden über WhatsApp irgendwo anschreiben, das ist ein bisschen schwierig. Aber wer von den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen liest denn Zeitung oder hört MDR, ja, oder solche Sachen? Und schon habe ich ein Problem. Es gibt zwar in der Stadt Leipzig, einen Facebook-Auftritt und über den arbeiten wir auch, aber Facebook ist ja auch schon wieder out. Ja, heute ist das Instagram oder was da sonst. Sie könnten mir da bestimmt helfen, was es da alles so gibt. Ja, aber das ist zum Beispiel ein echtes Thema. Was ganz wichtig ist, die Masern sind an den Menschen gebunden. Und solange wir natürlich Erkrankte haben, solange wir Inkubierte haben, wird das Masernvirus da sein. Also gibt es dort tatsächlich die Strategie, das zu unterbinden, und darauf läuft es hinaus. Also wenn ich mich mit dem Thema Übertragung von Masern unterhalte, dann muss ich mir bewusst machen, dass Masern wahrscheinlich eine der Erkrankungen ist, die am heftigsten ist in der Übertragung. Allein das Vorbeigehen und höflich grüßen kann schon ausreichen, wenn man sich einander zuwendet, miteinander spricht, dass als Empfänglicher sozusagen die Masern verschenkt werden. Das haben wir 2015 im Ausbruch ermittelt. Es gab einen Lehrer, der ist erkrankt an Masern, und der einzige Kontakt, den er hatte, war im Schulhaus, hat ihn der unspezifisch kranke Schüler im Treppenhaus gegrüßt. Ja, das hat ausgereicht, die Masernerkrankung auszulösen bei dem Lehrer. Und es ist tatsächlich so, es reicht das Ausatmen, es reicht das Niesen, das Husten, das Sprechen, schon das reicht aus. Aber ich habe Ihnen vorhin das schon gesagt, die Masern als solches sind nicht ewig in der Umwelt existent. Sie sind also sehr sensibel gegen Licht, gegen Temperaturen und können auf Oberflächen auch nicht lange verweilen. Wir haben bei den Masern mit Sicherheit ein großes Thema, und das ist diese Ansteckungsfähigkeit vor der spezifischen Symptomatik. Die Masern beginnen unspezifisch, indem ich möglicherweise auch denke, ich habe einen grippalen Infekt, mir geht es nicht gut, ich habe Temperatur, ich habe häufig das Problem mit den Augen, so eine Bindehautentzündung, ich bin lichtempfindlich, ja, Husten, Schnupfen, und der Hautausschlag kommt erst später, aber ich habe dann schon ein paar Tage Infektiosität hindurch, und das macht es dann schwierig, weil wir erst mit dem typischen Exanthem häufig die Meldung bekommen, manchmal sogar noch 2-3 Tage später, und dann sind ja schon 5, 6, 7 Tage vergangen, wo die Masern verbreitet wurden, und das macht das Ganze schwierig. Also es gibt in den Lehrbüchern diese wunderschöne Darstellung von den Koplikschen Flecken, das sind so kalkspritzeartige Flecken, so kleine Nekrosen auf der Schleimhaut im Mund. Also in der Praxis sieht man das selten, weil man häufig schon zu spät kommt. Da sind die Dinger schon durch, ehe man den Menschen zu Gesicht bekommt. Was haben wir in Leipzig auch häufig schon gesehen? Das ist, dass neben der klassischen Entzündung des Nasenrachenraumes, der Bindehautentzündung, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fieber, Hautbild, eben dann andere Organe beteiligt sind. Wir haben also gerade in 2015 einige Otitis Media Fälle gehabt, die auch zu einer Schwerhörigkeit geführt haben. Lungenentzündung ist regelmäßig mitzusehen, und wir haben das große Glück, noch keine Enzephalitis gehabt zu haben in den letzten Jahren in Leipzig, aber auch das wird häufig dort beschrieben. Sehr unterschiedliche Veröffentlichungen gibt es zu dieser subakuten sklerosierenden Panenzephalitis, die wird sehr gefürchtet. Da gibt es ein sehr buntes Bild von Veröffentlichungen. Es ist eine Erkrankung, die verzögert kommt, einige Jahre nach der Infektion, und bedroht sind vor allen Dingen die ganz kleinen Kinder, die an Masern erkranken. Je kleiner das Kind war, desto wahrscheinlicher ist es, dass dort eine Folgekomplikation entsteht. In alten Lehrbüchern kann man durchaus noch lesen, auf 100.000 Masernfälle eine SSPE. Guckt man sich aktuellere Veröffentlichungen an, sieht das Bild anders aus. Engländer und Amerikaner sprechen von 1 zu 9.000. Die Österreicher haben dort eine Veröffentlichung gemacht, da sprechen sie von 1 zu 1.375. Und es gibt Veröffentlichungen in Deutschland mit Zahlen von 1 zu 3.300. Das macht einfach wahrscheinlich sehr viel Kopfzerbrechen, aber bedarf natürlich weiterer Nachforschung. Klar ist uns, dass die SSPI wahrscheinlich häufiger ist, als man sich das bisher vorgestellt hat.
Was wir in Leipzig mit Zahlen auch belegen können, ist das, was das RKI veröffentlicht zum Thema Komplikationen bei Masern. Also gerade die ganz Kleinen und die Erwachsenen haben häufig Komplikationen, müssen stationär aufgenommen werden, sodass wir diese Zahlen durchaus auch nachvollziehen können, wenn es heißt über 20% Hospitalisierungsrate bei Erwachsenen und bei den ganz Kleinen. Dazu gibt es auch Veröffentlichungen. Und wenn Sie sich diese Balken angucken, das sind die einzelnen Altersgruppen, dann fällt auf, dass vor allen Dingen die Kleinen und die Erwachsenen hospitalisiert werden. Ja, und das ist etwas, wo dann auch das Thema Masernerkrankung als Kinderkrankheit einen ganz anderen Anstrich bekommt. Bitte gucken Sie auch mal auf die rechte Seite, auf die Altersgruppen, die an Masern erkranken. Wir haben also tatsächlich Masernerkrankte, die über 70 sind. Also das ist etwas, wo wir natürlich, wenn wir Empfehlungen geben zur Prävention, auch in Sachsen etwas anders umgehen, als dass es das RKI macht oder die STIKO. Wenn ich heute eine klassische Masernerkrankung sehe und ich habe einen epidemiologischen Zusammenhang, das heißt, ich habe einen Zusammenhang zu einer anderen Erkrankung, dann kann man durchaus auch ohne weitergehende Diagnostik die Diagnose Masern stellen. Das RKI möchte natürlich aber auch einen Beweis und dazu gibt es in der Regel eine Labordiagnostik. Man schaut neben dem klinischen Bild, da gibt es ja auch durchaus Verwechslungen, nach Antikörpern. Die Antikörper, die schnell ansteigen, das IgM, oder nach denen, die bleiben, nach dem IgG. Aber ein einzelner Wert eines Immunglobulins M oder G sagt wenig aus. Häufig braucht es eine zweite Untersuchung, um eine Bewegung zu sehen. Das ist also auch das Problem, dass bei manchen eine verzögerte Immunreaktion da ist. Also wir haben Erkrankte schon gehabt, die haben schon eine Woche nach Beginn des Exanthems immer noch keine Immunglobulin nachweisbar gehabt, wobei dort die Möglichkeit des Genomnachweises über diese PCR eine ganz elegante Methode ist, die klinische Diagnose auch zu unterstützen. Also da möglicherweise sprechen wir heute noch mehr darüber, die Gentypisierung, wo wir sagen, wir können die Infektketten nachvollziehen, ist eine elegante Methode, um zusammenhängende Erkrankungen auch zu beweisen. Virusanzucht, ich weiß nicht, das ist wohl so selten. Na doch, die Virologen, die machen sowas, ja. Ach doch, okay. In der Therapie muss man ganz klar sagen, es gibt keine spezifische Therapie gegen Masern. Das heißt, ich muss mich mit dem Krankheitsbild auseinandersetzen und ich muss bei Komplikationen, bei Organmanifestationen mich entsprechend auch dort so verhalten, dass ich dort die Organkomplikationen mitbehandle. Häufig, das sehen wir tatsächlich häufig, kommt es zu Infektionen bakterieller Art parallel oder aufgepfropft auf die Masern und da sind durchaus auch antibiotische Therapien erforderlich. Ja, wie geht man mit diesem Thema um? Also ich habe Ihnen erzählt, Masern weltweit, Masern werden übertragen auf eine sehr intensive Art und Weise, schon über das Sprechen, über die Luft, über das Atmen, ja, über das Niesen. Es gibt viele Komplikationen und jetzt heißt es, es gibt keine echte Therapie, also muss man sich überlegen, wie geht man ran. Und dort sind bereits in den 60er Jahren Impfstoffe entwickelt worden. Und wenn wir heute von Impfstoffen sprechen, dann sprechen wir von jahrzehntelangen Erfahrungen. Und wenn wir dann auch die Zahlen als solches nehmen, dann können wir natürlich auch mit großen Zahlen aufwarten. Was hat es gebracht? Ich werde es Ihnen an Leipzig eindrucksvoll aufzeigen, was das Impfen gebracht hat. Aber wir müssen davon ausgehen, es sind Lebendimpfstoffe und die sind nicht ganz empfindlich wie die Viren selber, aber sind auch lichtempfindlich, sind temperaturempfindlich und auch dort muss ich aufpassen, dass ich, wenn ich mit den Impfstoffen umgehe, entsprechend auch das Ganze sensibel anfasse. Ich habe Ihnen hier mal gegenübergestellt die Impfstrategien der beiden deutschen Staaten vor der Wende. Also wir haben Anfang der 70er Jahre eine Impfempfehlung in der DDR gehabt, mit einer Impfung gegen Masern zu beginnen. In der Bundesrepublik Deutschland, in den alten Bundesländern, ist das dann kurze Zeit später auch passiert. Man hat gemerkt, dass die Masern mit einer Impfung alleine nicht in den Griff zu bekommen sind. Und man hat Mitte der 80er Jahre dann die zweite Masernimpfung eingeführt. Man hat sich 1991 auf eine gemeinsame Impfempfehlung geeinigt. Man hat sozusagen nach dem ersten Geburtstag eine Impfung gemacht und hat vor der Einschulung eine zweite Impfung gemacht, ist damit sehr gut gefahren
Und dann gab es von Seiten der Ständigen Impfkommission, von Seiten der STIKO eine Veränderung. Da wurde die zweite Impfung vorgezogen, sodass in der Regel um den ersten Geburtstag, teilweise vor dem ersten Geburtstag, die erste Impfung gegeben wird und vor dem zweiten Geburtstag wird die zweite Impfung gegeben nach dem aktuellen STIKO-Kalender. Die STIKO, also die Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut, empfiehlt unter anderem auch bei Impfungen, bei unklarem Impfstatus bei Erwachsenen, eine Impfung für nach 1970 geborene Personen. Sie haben vorhin an dem Bild gesehen von den hospitalisierten Erkrankten, dass aber auch ältere Menschen an Masern erkranken können. In Sachsen sieht das so aus, dass wir für die nach 1959 Geborenen eine Impfempfehlung aussprechen und kommen damit dem nach, wie die epidemiologische Situation aussieht. Wenn Sie sich das in Europa mal anschauen, gibt es teilweise sehr unterschiedliche Impfempfehlungen. 5 Länder sind dort parallel, so wie die STIKO das empfiehlt, mit dem ersten Geburtstag vor dem zweiten Lebensjahr. Und das sind die Nachbarstaaten. Das ist neben der STIKO, also in Deutschland, ist das Tschechien, das ist Frankreich, das ist Österreich und das ist die Schweiz. Und wir haben ansonsten in den europäischen Ländern Impfempfehlungen, die den amerikanischen gleichen und der SIKO-Impfempfehlung auch gleicht. Nach dem ersten Geburtstag die erste Impfung und dann vor der Einschulung die zweite, also nach dem zweiten Geburtstag, deutlich nach dem zweiten Geburtstag. Es gibt eine ganze Reihe von Impfstoffen, die zugelassen sind in Deutschland. Es gibt dazu auch die Daten, wann die veröffentlicht wurden, diese Zulassungen. Und Sie können sich auf der Seite vom Paula-Ehrlich-Institut auch gut orientieren, welche Impfstoffe derzeit am Markt sind. Wir haben in der Regel dort nur noch diese Kombinationsimpfstoffe, Masern, Mumps und Röteln. Einzelimpfstoffe haben derzeit keine Zulassung mehr. Und ich weiß, bei dem Thema Impfstoffe wird immer sehr über Impfkomplikationen diskutiert. Diese Impfkomplikationen werden veröffentlicht. Und normalerweise ist es so, dass wenn eine Impfkomplikation auftritt, das an das zuständige Gesundheitsamt zu melden ist. Das heißt, das ist das, was wir auf dem Tisch haben. Ich habe auch einige Sachen mir nochmal angeschaut von den Mitarbeitern, die sich damit befassen, um, wenn Fragen kommen dazu, Ihnen auch gerne dort Rede und Antwort zu stehen. Was wir häufig sehen ist, dass die normalen Reaktionen des Immunsystems als Komplikation bezeichnet werden. Ich gehe da noch ein bisschen drauf ein. Es gibt Kriterien, wie man die üblichen von den unüblichen Impfreaktionen unterscheidet. Auch das können Sie nachlesen. Das ist mal einfach eine Darstellung, wo wir sehen, wie Impfkomplikationen sich verteilt haben. Und es ist ja so, dass das kollektive Gedächtnis viele Dinge wunderbar konserviert. Also wenn heute Bürger von Leipzig zur reisemedizinischen Beratung zu uns ins Gesundheitsamt kommen und wir sprechen von der Tollwutimpfung, dann sprechen wir nach 40 Jahren immer noch davon, dass sowas in die Bauchhaut gespritzt wird und unheimlich wehtut. Ja, also diese Impfstoffe gibt es seit 40 Jahren nicht mehr, aber das ist im kollektiven Bewusstsein so fixiert und genauso muss man sich vorstellen, ist es mit den Impfungen. Sie können sich erinnern, 2009, als dieser Pandemrix-Impfstoff da war, da gab es einigen Trouble und das setzt sich fest. Also wenn Sie hier diese Darstellung sehen, dann ist natürlich die Pockenimpfung die tatsächlich gewesen mit der größten Komplikationsrate und der Rest verteilt sich. Und wenn Sie sich dann die veröffentlichten Impfreaktionen auf der Seite vom Paul-Ehrlich-Institut angucken, dann sind die meisten Impfreaktionen zu erwartende Reaktionen des Immunsystems des Menschen. Ja, das können lokale Reaktionen sein, das können systemische Reaktionen sein, wie zum Beispiel erhöhte Temperatur. Bitte erinnern Sie sich, ich habe Ihnen erzählt, das sind Lebendimpfstoffe. Wir impfen also abgeschwächte Viren. Und wenn ein Virus im Kreislauf zirkuliert, ist die Temperaturerhöhung eine normale Reaktion. Ja, also dann ist es tatsächlich keine ungewöhnliche Reaktion. Und es gibt dort auch Veröffentlichungen zu Komplikationsraten. Zuletzt zum Beispiel diese Rate von 7 auf 16 Millionen Impfungen. Also es sind auch alle 7 Fälle beschrieben. Sie können sich das gerne durchlesen. Was häufig diskutiert wird, sind auch Inhaltsstoffe von Impfstoffen. Wir haben bei Lebendimpfstoffen keine verstärkenden Zusätze notwendig. Also es gibt tatsächlich Impfstoffe, da werden Adjuvantien zugesetzt, um bestimmte Teile von Erregern, von Bakterien oder Viren zu verstärken in ihrer Wirkung. Das ist bei Lebendimpfstoffen nicht der Fall. Also wir haben zum Beispiel kein Aluminium oder Adjuvantien im MMR-Impfstoff und
Auch Quecksilber haben wir im Mumps-Masern-Rhodium-Impfstoff nicht enthalten. Was heftige Diskussionen hervorruft und auch jetzt mit dem neuen Masernschutzgesetz nochmal in die Oberfläche kommt, ist, was ist denn da für ein Schutz zu erwarten durch die Impfung? Und wir haben durch die Unterschiede zwischen der SIGO, der Sächsischen Impfkommission, und der STIKO-Empfehlung, der Ständigen Impfkommission, das natürlich tagtäglich auf dem Tisch. Weil wir zum Beispiel davon ausgehen, dass vor dem ersten Geburtstag geimpfte Kinder keinen kompletten Schutz haben. Das bestätigt das RKI auch. Und dass wir dann im zweiten Lebensjahr eine zweite Impfung fordern, die jeweils eine zusammenzählen, um zu sagen, okay, da ist ein Schutz bis zur Einschulung gegeben. Wird nach dem ersten Geburtstag geimpft, haben wir das große Glück, dass wir bisher keine Impfdurchbrüche haben. Ich habe die Impfungen und die Masernzahlen verglichen. Ich zeige Ihnen noch ein paar Zahlen von Leipzig. Guckt man sich aber zum Beispiel die errechneten Wirksamkeiten an, gibt es sehr unterschiedliche Ausführungen. In der Ukraine sind große Ausbrüche gewesen und da hat man einfach mal dagegen gelegt, wer ist krank geworden, wer war geimpft, wer war ungeimpft. Und man spricht von einer Schutzrate von 50% nach der ersten Dosis, wobei ich nicht weiß, wie viel Zeitraum zwischen der ersten Dosis und der Erkrankung war. Die Zahlen sind hier nicht mit veröffentlicht. Und 93% nach der zweiten Dosis, das heißt, man hat immer noch eine Lücke von 7%. Was wir aber wissen, das ist auch in Leipzig für uns ein Problem, es gibt keine wirklich guten Zahlen für Erwachsene. Wir haben, wenn man sich die Zahl der Erkrankten anguckt, hier mal der Vergleich ungeimpft, geimpft, dann gibt es natürlich bei einigen keine wirklich klaren Angaben. Es gibt bei einigen ganz klare Angaben, jawohl, ungeimpft und erkrankt, aber es gibt auch Geimpfte, die erkranken. Und da will ich Ihnen jetzt mal ein paar Beispiele zeigen und mögliche Ansätze zeigen. Die Koreaner sind da sehr tief gegangen in der Diagnostik. Man hat einfach mal Personengruppen getitert, man hat also die Immunglobuline bestimmt. Und man sieht auch bei regulär Geimpften eine Lücke im späten Jugendalter, im jungen Erwachsenenalter. Interessant ist, dass das sich auch darstellt in Beziehung auf den Antikörpertiter und die Erkrankungszahlen. Das Ganze lässt sich auch durchaus an dem großen Masernausbruch in Berlin 2014, 2015 nachvollziehen. Auch dort sind einige zweimal Geimpfte und viele einmal Geimpfte erkrankt. Und auch dort wird deutlich, dass die Immunogenität der Impfung wahrscheinlich nicht für die Ewigkeit ist. Auch dort muss man nochmal nachfragen, wie soll das Ganze aussehen. Und auch dort ist interessant, dass mittlerweile mehr Erwachsene erkrankt waren als Kinder. Und auch in Österreich ist das gleiche Problem. Schauen Sie sich die rechten Balken an. Das sind aktuelle Zahlen. Auch dort sind mittlerweile mehr Erwachsene erkrankt als noch vor Jahren. Und auch dort haben wir das Problem, dass Geimpfte erkrankt sind. Und das ist etwas, was uns vor allen Dingen dort Sorge macht, wo wir selber dann die Verteiler werden im medizinischen Sektor, weil also medizinisches Personal zum Beispiel Erkrankte behandelt, selber empfänglich ist und das dann weiterverteilt, da wird es fatal. Wir haben 2017 das erste Mal wieder seit Jahrzehnten auch eine nosokomiale Übertragung von Masern hier in der Stadt gehabt. Also in einem Krankenhaus wurden Masern übertragen und das ist fatal. Das darf natürlich nicht sein. Und wenn ich mir das Ganze von den Mathematikern anschaue, es gibt also 2003 eine Veröffentlichung, die einfach mal hochgerechnet hat, wenn wir nichts ändern, wie wird das mit der Immunogenität werden? Wir haben natürlich, bevor man angefangen hat zu impfen, große, entschuldigen Sie das Wort, das ist ein Fachbegriff, Durchseuchungsraten mit Masern, also sehr viele Leute haben Masern gehabt, haben eine natürliche Immunität aufgebaut, man hat angefangen zu impfen, man baut sozusagen eine Immunogenität auf durch das Impfen, es bleibt eine Lücke und die Immunogenität lässt nach. Und wenn man sich da einfach mal anschaut, wo es möglicherweise hinläuft, dann gibt es dort eine große Lücke, wo wir nicht wissen, wie das aussieht. Und ich kann das an einem Beispiel aus Leipzig auch sehr schön darstellen. Ich habe 2015 im Rahmen des großen Ausbruches eine Forderung vom Stadtelternrat gehabt, mich zu stellen zum Thema Masern und Impfen, weil ich habe eine ganze Reihe Schüler mit Besuchsverbot belegt. Da gab es also tatsächlich heftige Diskussionen, weil es ging ins Vorabitur und dergleichen. Und der Stadtelternrat hatte mich gebeten, da einfach mal so eine Elternsprechstunde zu machen. Aus dieser Elternsprechstunde wurde eine dreistündige Diskussion, war sehr interessant. Ich hatte mich gut vorbereitet, weil ich alle Fälle
seit 1971, die an Masern aufgetreten sind, aufgearbeitet haben. Sie sehen hier auf eindrucksvolle Weise, wir haben 1971 angefangen zu impfen, dass wir mit dem Beginn der Masernimpfung die Masern tatsächlich in den 70er Jahren in den Griff bekommen haben. Die Masernimpfung, die eine hält nicht ewig. Und in den 80er Jahren kehrten die Masern zurück. Und Sie sehen hier auch, 1984, da sind auch eine ganze Menge einmal Geimpfte mit dabei. Ja? Wir haben dann 85 die zweite Masernimpfung eingeführt und Masern war de facto in Leipzig kein Thema mehr. Wenn Sie sich aber die letzten Jahre anschauen, dann sind die Masern wieder da. Welche Gründe hat das? Ja, ich denke mal eine ganze Menge Gründe. Leipzig ist ja nicht mehr nur für Leipziger, sondern Leipziger ist ja jetzt der, der eine Weile hier wohnt. Und Sie wissen, Leipzig ist ein Schmelztiegel, alle sind da und nicht jeder hat seine Wiege in Sachsen oder in Leipzig gehabt. Und entsprechend haben wir natürlich auch Menschen in der Stadt, die sind geimpft oder anders geimpft oder nur nicht ganz vollständig geimpft. Und entsprechend wird sich das auswirken. Und wir haben tatsächlich hier wieder Masern zum Thema bekommen und haben 2015 in Sachsen heftig lernen müssen. Das sind die Masernausbrüche in Sachsen 2015. Wir haben den Start hingelegt in Leipzig. Dresden hat nachgezogen, sodass wir dort schon ein paar ordentliche Zahlen zusammenbekommen haben. Und wenn man sich das mal deutschlandweit anguckt, 2014, 2015, Berlin natürlich dort ganz vorne mit über 1000 Masernfällen. Aber Sachsen hat ordentlich mitgeholfen. Wir lagen unter den Bundesländern auf Rang 2. Also, weiß nicht, ob wir stolz sein können, aber wir waren mal Rang 2. 2015, das war tatsächlich wie, naja, ich habe mich fast gefühlt wie mit dem Film Outbreak. Das war eine Art und Weise, wie die Masern nach Leipzig kamen, wie man sich es nicht wünscht. Eine Kindergartenerzieherin, ungeimpft, war zur Fortbildung in Berlin und hat sich von einem Brandenburger, zu der Zeit waren Masern in Berlin und Brandenburg, ja, 2014 ging es da ja schon los, die Masern aufgesammelt, ist Anfang Januar erkrankt, hat sich krank schreiben lassen, ist glücklicherweise nicht im Kindergarten tätig gewesen, hat dann noch Urlaub gehabt und dann ist ihr Kind erkrankt. Unspezifisch erkrankt und sie ist zum Kinderarzt gegangen. Und das ist eine Kinderärztin, die nicht so dem Impfen zugewandt ist. Also finden sich dort auch die Eltern mit den Kindern, die auch in der Regel ungeimpft waren. Und entsprechend hatten wir den Beginn eines heftigen Ausbruchs. Die erste Welle, die Sie sehen, wo Sie sagen, okay, es flaut ab, das waren die Winterferien. Dann haben wir gedacht, okay, jetzt haben wir es im Griff. Und dann kam in der 12., 13. Woche eine Berufsschule dazu. Und das habe ich so noch nicht erlebt. In der Bild-Zeitung stand, der Lahl hat die Schule geschlossen, das ist eine Lüge. Ich habe nur allen Lehrern ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen. Ja, also es war nicht, dass ich die Schule geschlossen habe. Die Schule wurde von allen geschlossen, weil keine Lehrer mehr da waren. Der Einzige, der noch gehen durfte, war der Hausmeister. Der hatte einen Impfnachweis. Ja, und das ist etwas, was ich in der Form so noch nicht erlebt habe, weil wir bei den Multiplikatoren, also bei denen, die tatsächlich mit Kindern zu tun haben, die tatsächlich in Berufen sind, wo das eine Bedeutung hat, eine solche Situation hatten, dass dort gar kein Impfschutz da war. Gut, und dann kam Ostern, dann hatten wir es geschafft. Das ist ja so, wenn man in Familie zusammenkommt, dann ist man nicht in der Kita oder im Hort oder in der Schule und entsprechend kann man das besser entgelt bekommen. Ach so, vielleicht noch zu den Färbungen. Die hellgrauen, das sind die Kindergartenkinder, die grünen sind die Schulkinder, die dunkelgrün sind die Erwachsenen, also es waren schon einige Erwachsene mit dabei. Wir haben logischerweise nach Infektionsschutzgesetz Besuchsverbote aussprechen müssen und unter anderem auch im Vorabitur einigen sozusagen untersagt, die Schule zu besuchen. Das gab heftige Diskussionen mit einigen, weil es mussten einige Schüler dann das Abitur um ein Jahr verschieben. Und wir haben natürlich Tätigkeitsverbote ausgesprochen. Für mich war das so ein bisschen ein besonderes Ereignis. Ich habe einer Klinik in dieser Stadt einen Chefarzt aus dem Rennen genommen, der Kontaktperson war zu Masern und keinen Impfschutz nachweisen konnte. Aber wir haben einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, holst den Assistenzarzt ran, der holt bei dir Blut. Wir machen einen Titer und dann konnte ich nach 2 Tagen auch befreien. Also der hat einen positiven Titer, aber er hat erstmal 2 Tage Tätigkeitsverbot gehabt, nach Infektionsschutzgesetz. Was ist unser wirkliches Problem, wenn es um Masern geht und um Ausbruch geht und um das Thema Herangehensweise?
Unser Problem ist, dass die Masern entweder nicht oder zu spät gemeldet werden. Wir mussten häufig über Umwege, über die Familien drumherum oder über die Kitas oder Schulen Sachen ermitteln, wo uns keine Meldungen zugegangen sind. Und die Kombination aus fieberhafter Erkrankung und Hautbild als Exanthem wird nicht häufig, sondern zu selten mit dem Thema Masern vergesellschaftet. Und dann ist es natürlich so, dass es auch in der Ärzteschaft Diskussionen gibt, welches ist denn jetzt die richtige Impfempfehlung. Ja? Und es gibt nicht die richtige Impfempfehlung, sondern wenn man sich das anschaut, dass die STIKO, wenn sie vor dem ersten Geburtstag impft, im zweiten Lebensjahr eine Impfung macht, da unterscheidet sich die STIKO-Impfempfehlung nicht. Wenn in Sachsen ein Kind vor dem ersten Geburtstag geimpft wird gegen Masern, soll es auch vor dem zweiten Geburtstag eine zweite bekommen, damit es erstmal einen Impfschutz bis zur Einschulung bekommt. Da unterscheiden wir uns nicht. Es ist aber so, dass zum sechsten Geburtstag, heute sagen wir zum vierten Geburtstag, U8 ist günstig zum Impfen, aber spätestens zum sechsten Geburtstag muss dann eine zweite Impfung da sein, wenn vor dem ersten Geburtstag geimpft wurde, eine dritte Impfung, sonst besteht keine Immunität. Und da gibt es natürlich Diskussionen. Was uns überrascht hat 2016, wir hatten natürlich auch mitgebrachte Masern, das waren vor allen Dingen Tschetschenen, die ungeimpft aus Mittelasien kamen und durch Weißrussland und Polen nach Deutschland kamen und sich dort die Masern aufgesammelt haben. Ja, das war sehr interessant. Und wir haben dann auch in den Camps, in den großen asylsuchenden Unterkünften Masern gehabt und haben dort Regelungsimpfungen gemacht, haben dort getitert. Und was wir gesehen haben, ist, dass die Asylsuchenden besser vom Masern geschützt sind als die Deutschen. Das kann man so sagen. Ja, also die werden dann erst hier krank, die paar, die dann noch da sind, weil wir sie sozusagen so in die Unterkünfte gebracht haben. Und mal in die Altersgruppen hineingeschaut, die Immunität, ganz klar. Die unter Einjährigen können noch keinen Schutz haben, die waren noch nicht geimpft. Einzelfälle, aber insgesamt sind die Kinder und Jugendlichen von den Asylsuchenden super geimpft gewesen. Oder hatten die Masern schon durch. Dann kam das Jahr 2017. Einen so chaotischen Ausbruch habe ich noch nicht erlebt. Ich habe am 1. Juli 2012 die Verantwortung übernommen für das Thema Infektionsschutz in der Stadt Leipzig. Und wir haben durch die verschiedenen Dinge, die wir mit Masern schon durch hatten, gedacht, wir kennen schon vieles. 2017 hat uns ja eines Besseren belehrt. Also wenn Sie sich die Altersgruppen anschauen, dann ist hier eine Farbe für mich die bedeutsamste. Das ist das Blau in der Mitte an der Basis. Das sind die unter Einjährigen. Das ist das, wovor wir Angst haben. Und da ist die Komplikationsrate sehr groß und wir sprechen von den Unschützbaren. Und wenn wir heute über Impfung sprechen, dann sollten wir häufiger auch den sozialen Aspekt der Impfung sehen, weil wir impfen als Erwachsene nicht, um uns gegenseitig zu schützen, sondern wir impfen vor allen Dingen, um die Unschützbaren zu schützen. Und wir haben bei den unter Einjährigen natürlich eine hohe Komplikationsrate, die haben wir auch dann leider gesehen. Hier speziell war vor allen Dingen das Thema, dass es die rumänisch sprechende Bevölkerung in Leipzig betroffen hat. Wir haben einfach mal dann die Muttersprache draufgelegt, haben gesehen, es ist eigentlich die Fortsetzung des rumänischen Ausbruches gewesen, der seit 2016 in Rumänien tobte. Und dann haben wir hier zwei arabische Muttersprachler und ansonsten deutsche. Und bei den arabischen Muttersprachlern ganz einfach, der erste da oben in der Kalenderwoche 4, Nachbar im Treppenhaus infiziert. Und in der Kalenderwoche 7, da gehe ich noch drauf ein, das ist ein Sonderfall, wo wir auch wieder gelernt haben, von wegen Immunglobulinhöhe. Das sehen Sie hier mit dem IgG von 186. Also wir haben vor allen Dingen ungeimpfte Kinder gehabt, die erkrankt sind. Wir haben natürlich auch ein paar Erwachsene dabei gehabt. Und das ist jetzt ein Sonderfall. Normalerweise sagt man, ab einer Höhe von 200, das ist ein sicherer IgG, also Antikörpertiter. Ja, da gibt es einen Masernschutz. Und ab 150 sagt man so grenzwertig. Und wir haben einen syrischen Asylsuchenden gehabt, der in der Ambulanz einer großen Klinik zur Kontaktperson geworden ist. Und dann muss eine Entscheidung getroffen werden. Wird der isoliert oder lässt man den rumlaufen? Wenn du mit 400 anderen zu Hause wohnst, klar, wenn sie alleine oder zu zweit wohnen, das ist schick. Aber wenn du zu 400 wohnst in einer Unterkunft
dann überlegt man sich das. Und ich habe den aus dem Gefühl heraus, da ist was im Busche isoliert. Und der Mietpunkt hat die Aufgabe gehabt, jeden Tag Temperatur zu messen und jeden Tag das Hautbild anzugucken. Und es ist tatsächlich dazu gekommen, hat ein flüchtiges Exanthem entwickelt, hat Masern entwickelt. Das ist bei Erwachsenen manchmal so ein kaum auffallender Befund. Und wir haben das Virus nachweisen können. Und das ist etwas, wo wir wissen, okay, auch ein Titer von 186 ist nicht sicher. Was wir das erste Mal hatten, ist, dass wir eine zweimalig geimpfte junge Frau in Leipzig hatten, die Masern bekommen hat. Das ist das erste Mal überhaupt, dass jemand mit zwei Impfungen in Leipzig an Masern erkrankt ist seit 1971. Ich sage hier aber auch bitte, die ist nach STIKO geimpft. Also die ist nicht so, wie wir in Sachsen sagen, vollständig geimpft. Das ist das, was uns am meisten beschäftigt hat, was uns auch sehr wehgetan hat. Eine ungeimpfte junge Mutter hat ihr 5 Monate altes Kind angesteckt. Und das hat auch, sie hat einen komplizierten Verlauf gehabt, auch das Kind hat einen komplizierten Verlauf gehabt, hat eine Hepatomegalie entwickelt. Und da ging es tatsächlich um Leben und Tod. Und wenn man sowas miterlebt, dann weiß man, warum wir die Unschützbaren schützen wollen. Wir haben auch hier sehr viele Antikörpertiger bestimmt. Wir haben also Kontaktpersonen, die selber keine Impfnachweise hatten oder unvollständig geimpft waren. Und dort haben wir Antikörper bestimmt. Wir haben also hier einfach mal aufgezeigt, wie viele Kontaktpersonen waren für uns geschützt, also konnten Impfnachweise liefern oder Immunglobulin liefern, über ungeschützt. Und dann haben wir einfach mal dort diese ungeschützten Kontaktpersonen getitert. Und was sehr interessant ist, ist natürlich, sind die Altersgruppen. Aber was auch sehr interessant ist, dass die rumänisch sprechenden Menschen in Leipzig eigentlich recht gut geschützt waren, die mit Migrationshintergrund immer noch wesentlich besser als die Deutschen und der Rest, die Deutschen, dass wir dort ein echtes Problem haben. Und das ist genau das, ich habe Ihnen vorhin die Sache gezeigt, seit 1971 bis 2014, jetzt mal bis 2018. Wir haben tatsächlich Masern, die wieder an die Tür klopfen und es wird uns abgefordert, sich klar zu machen, worum es geht. Und es geht vor allen Dingen um den Schutz der Unschützbaren. Also wenn Sie heute als Erwachsene ein schlechtes Immunsystem haben, weil Sie eine schwere chronische Erkrankung haben oder wenn Sie vielleicht sogar onkologischer Patient waren, eine Krebserkrankung überlebt haben, dann ist das für Sie eine Bedrohung, eine Virusinfektion zu bekommen. Und wenn das eben die Neugeborenen sind, dann ist das eine große Bedrohung. Und auch in der Schwangerschaft, gerade im ersten Drittel der Schwangerschaft, ist das eine große Bedrohung. Und dort ist genau die Zielrichtung hin, warum geimpft werden soll. Ich habe Ihnen vorhin was von der Panencephalitis erzählt. Wir können zeigen, dass wir es geschafft haben, die Zahl der Masernfälle insgesamt zu senken, auch die SSPE-Fälle zu senken, aber die Zahlen steigen dummerweise wieder an. Also muss man sich der Sache stellen. Und das Wichtigste ist, was Sie, glaube ich, auch dem entnehmen können, was ich Ihnen aufgezeigt habe, Masern sind keine Kinderkrankheit. Masern sind eine Viruserkrankung mit doch häufigen Komplikationen. Was ganz wichtig ist, wir haben immer wieder Ausbrüche und innerhalb von Ausbrüchen gibt es natürlich dann auch Erkrankte, die individuell einiges durchzustehen haben. Und was wir eben als wichtig sehen, dass die Mütter geschützt sind. Auf der einen Seite natürlich, dass die Schwangerschaft geschützt ist, aber auch das Neugeborene. Und wir sehen natürlich auch einen riesen Informationsbedarf bei der Bevölkerung, aber auch bei Ärzten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus